Du kannst gut zeichnen. Das stimmt. Danke. Dir ausrichten. Ja. Von ihr. Oh, ja. Ja, du, cool, ja, du kannst danke. Gut zeichnen. Du kannst lieber dir. Der Typ war jetzt relativ gut gezeichnet, auch wenn du es nicht so findest. Ja, Character Design kann ich ganz okay. Übrigens, wenn wir wieder im Spiel sind, klein, ich würde mal einen kleinen Vorschlag machen zur Lösung des Konflikts hier. Es wurde schon eine Lösung gefunden, aber gut. Nee, ich sag mal, okay, dann weiß ich es noch nicht, aber dann sage ich es jetzt für den Stream. Da Mordi so unglaublich hart drauf bestanden hat und ihm das so unglaublich wichtig war, dass diese Musik spielt und dass diese Musik storyrelevant ist und absolut nicht wegzudenken ist, wäre mein Vorschlag, dem einfach die Ohren abzuschneiden oder dem Kopfhörer aufzusetzen, irgendwie, dass der die Musik nicht mehr hören kann. Oder ich habe einen Tipp bekommen. Sven. Oder einen anderen Tipp würde ich sagen, die Musik auszuschalten, weil das, scheinbar ist die Musik so. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ihr könnt jederzeit die fucking Musik ausmachen. Ich dachte, die Hints waren genug, aber ja. Scheinbar ist die Musik so storyrelevant. Ich bin jetzt gerade erstmal ohnmächtig. Und bei dieser Gelegenheit, Mordi, scheiß Idee. Aber gut. Okay, also wir erstmal sein. Du weißt doch nicht, auf was er basiert. Geht halt eigentlich weiter? Also, scheiß Idee. Es geht weiter. Ist die Pause auch? Okay, gut. Ja, gut, Pause ist aus. Typ liegt ohnmächtig gerade da, hat mehrfach Dinge auf den Kopf gekriegt. Das hat ihn sogar genug ausgenockt, damit ihr machen könnt, was ihr vorhabt. Gut, der Captain schleppt sich anscheinend zum Tunnel rüber. Schlafeiskammern. Was? Wir haben ich glaube nicht, dass wir Kyroschlafkammern haben. Natürlich, das habe ich am Anfang mehrfach gesagt. Oh stimmt, ja, sorry, ich hab der Pilot, war auf der Brücke, der hat das nicht mitgekriegt. Der hat einfach dumm geantwortet, der hat auch schon Augenringe auf den Augenringen der Augenringe. Ich schlafe doch die ganze Zeit in meinem Sitz, deswegen bin ich auf meinem Alarm aufgewacht. Oder so. Alles klar, gut. Okay, der Captain schleppt sich rüber zum Computer und macht die Übertragung aus, die permanent stattfand. Ja. Gut. Schalt das Scheißteil ab. Wollte ich als nächstes machen, aber da war ich ohnmächtig. Das ist halt blöd, wenn du einem aggressiven Charakter aggressiv begegnest, dann kriegst du was Aggressives ab. Ja, es war alles logisch. Ich habe mein Schiff verteidigt. Das ist blöd. Die Erleuchtung kam dir leider erst im Schlaf. Weitergemacht, hätte ich Mordi verkauft. Hätte ich gesagt, nehmen Sie den auch noch mit. Den Kriegsverbrecher. Hey, Mordi hat doch jetzt schon zwei Kriegsverbrechen gegangen, oder? Du meinst Zwergi, ja. Zwergi, meine ich ja. Sorry. Mindestens. Ich weiß nicht, was er in der Vergangenheit getan hat. Ja, ich bin jetzt alleine auf dieser Mission. Ich bin mir sicher, Mordi hat. Ich bin mir sicher, Mordi hat mit die Herrschaft der Schatten 2 und 3 auch schon zwei Kriegsverbrechen getan. Nein, das war eher die Story, war gut. Kennst aber wahrscheinlich auch eins. Ja, okay, gut. Also, ihr packt ihn in eine von den Kammern. Welche darf es denn sein? Eine. Gut, irgendeine. Dann gucke ich mal, welche... Ich scanne die Kammern. Welche davon alles einen Defekt hat. Mir ist das scheißegal. Gut. Ist das eine kaputt ist? Ich vermute, dass eine kaputt ist. Ich lasse die Leute machen und ich gehe auf die Krankenstation und versuche mich mich zu verarzten, weil ich bin gerade aus der Ohnmacht wieder hergekommen. Ich bin angeschlagen wie nix. Okay, 2D100 und du hast es wahrscheinlich trotzdem geschafft. Alles klar. Modi, ich würde mich gerne... Ja, bei dem einen habe ich es geschafft. Zählt das? Ja, danke. Reicht. Gut. Modi, ich würde mich gerne selbst heilen. Also, ja, das kannst du. Du ziehst so eine Blutspur durchs halbe Schiff bis zur Krankenstation. Also jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Ist er jetzt tot? Was ist jetzt sein körperlicher Zustand? Von dem Typen, der ist K.O. und der nackt. Der ist kurz K.O. und offensichtlich jetzt nackt, wie es dazu kam, weiß ich nicht. Aber hallo, gut. Geld. Korrekt. Gut, nein, und er ist nackt. Alle Klamotten, die er hatte, einfach irgendwo hingestopft. Alles, was davon verwertbar war, kannst du ja gleich mal für uns was würfeln. Habe ich mir natürlich nochmal erstmal angeguckt, bevor der Pilot hinterherkommen konnte. Alles klar, ihr lootet ihn also komplett. Dann habe ich in diese Cryo-Chamber reingestopft. Der Captain geht sich vorher verarzten. Gut. Und dann lasse ich ihn auf dem Weg trefft ihr auf zwei Kampfdruiden von ihm. Perfekt.
die mit ihm reinkam, was ich mehrfach erwähnt habe, aber... Ich habe eine Frage, Ach, stimmt, ich habe aber eine Frage. Ups. Ich verstehe, warum wir in der Brücke sicher sind. Dass da vielleicht eine automatische Tür ist, sodass wir nicht rausgesaugt sind. Aber er geht gerade wieder in den Gang, wo ein Loch drin ist. Wir haben ein Schild. Wir haben ein Schild. Ihr habt ein Schild. Das blockiert das? Das Schild, solange es läuft, blockiert, ja. Das heißt, wenn ich jetzt ausmache, habe ich die Crew getötet und das Geschiff gehört mir. Wenn du jetzt ausmachst, hast du die Crew getötet und dich selbst vermutlich auch, aber ja. Hey, wieso? Ich bin noch im Cockpit und das Cockpit hat eine geschlossene Tür. Einigen wir uns darauf, wenn du jetzt ausmachst, hast du den Captain getötet. Weil er der Einzige ist, außer dir, der Sauerstoff braucht. Ich bin auf der medizinischen Station. Aber ich habe doch auch, aber dann habe ich aber den Androiden mitgetötet, weil er rausgesaugt wird. Ja, dann bin ich auch nicht tot. Ja, aber du kannst nichts mehr machen. Als doch klar, ziehe ich diese riesen Kanone aus meinem Rucksack und baller das. Das ist der einzige Punkt. Es ist einer der Punkte, weswegen ich es nicht machen würde. Die Waffe ist mir viel zu viel wert. Alles klar, gut. Als Maul lass es bleiben. So, jeder von euch beiden würfelt jetzt mal Initiative. Der Captain wurde wegen seiner Verletzung ignoriert. Ich bin auf der Krankenstation. Wie viel würfeln wir auf Initiative nochmal? 20. So, wir haben einmal 4 und einmal 13. Achso, du hast für uns gewürfelt, okay. Ich Nein, generiere ich habe für, hab für meine beiden gewürfelt. Ihr macht jetzt bitte für euch. So wie immer. Haben wir, währenddessen... Ihr seid ein paar Regenerations-Snacks. Aber ich bekomme mit, dass es da draußen irgendwie ein bisschen grob zusammengeht. Ich schaue mal nach, ob wir Schiffsschutzsysteme, also interne. Nein, habt ihr nicht. Wir haben übrigens auch kein Cockpit, aber gut. Was? Wir haben übrigens auch kein Cockpit, aber was soll's. Ja, damit meine ich die Brücke, aber egal. Das ist auch so im Grunde. Ein Cockpit ist was anderes als eine Brücke. Ja. Ja, ist okay. Würfelt bitte eure Initiative, ansonsten gebe ich euch einfach den Nachteil. Hab ich doch. Einer fehlt noch. Ich bin ja im Cockpit, aber ja, gerne. Gut, das sogar als erstes. Achso, ich habe übrigens. Ihr müsst den Typen zusammenschleppen, der ist sehr schwer. Hä, sind wir jetzt zu dritt reingeschickt von Nein, der Captain ist so schwer verletzt, er wurde ignoriert und darf sich erstmal heilen gehen. Ah, okay. Der Wissenschaftler ist noch in der Brücke oder ist er mitgekommen? Der ist noch in der Brücke. Der kommt nicht mit. Nope. So, dann haben wir jetzt die Reihenfolge. Dann. Das sind zwei identische Roboter. Ich habe nur eine Aktion, oder? Ja. Was hast du geschrieben? Ich habe nur die Reihenfolge. So wie immer, weil ansonsten komme ich da durcheinander. Dann werfe ich halt einfach auf Fernkampf. Dann schieß. Warte mal, 7,5. Passt, gerade so noch. Alles und klar. Dann 6d10. 30. Auf den, warte mal, das hätte ich vielleicht sagen sollen. Ich schieße auf den ersten. Und auf D1. Ja, einfach. Gut. Es wäre jetzt egal gewesen, weil Roboter ist Roboter, aber... Die nehmen sich nicht viel. Du hast ja gesagt, sie sind, hast du nicht sogar gesagt, identische? Egal, auf jeden Fall einfach Roboter. Die sind da identisch, ja. Ja, ja. Gut, damit ihr euch vorstellen könnt, es sind solche standardgroßen humanoiden Klötze mit einer Kanone in der Mitte. Heißt das, ich habe noch mehr Geld, wenn wir die töten? Ja, heißt es. Gut. Die sind ebenfalls nicht gerade wertlos. Ja gut, du machst 30 Schaden. Gut, dann nächste. Wer ist der Nächste? Was ist der Nächste? Du. Okay, ich versuche den anderen Unbeschädigten zu hacken. Alles klar, dann hack ihn. Hast du eigentlich auf hacken? Nope. nicht 86 offensichtlich. Gut, ist nicht... Klappt, der Erste schießt. Beziehungsweise sie schießen beide. Gucken wir einfach mal. Holy smokes. Und sie beide schießen irgendwo hin. Ich froh.
Am Ende stehen wir halt in einem Wrack von einem Schiff, das nur noch durch ein Schutzschild zusammengehalten wird. Ich meine, tun wir ja jetzt schon so halb. Das Cockpit, nicht das Cockpit, die Brücke ist schwer beschädigt. Der Gang ist teilweise gesprengt. Ja. Auf jeden Fall, dann, welchen Wert habe ich denn nochmal drauf? Das schaffe ich nicht. Ich versuch's. Ich versuche auch den Unbeschädigten zu hacken. Ich benutze meine letzte Initiative, die ich noch habe. Ja, okay. Gut. Das war nix. Schade. Dann schießen die beiden wieder. Nein, einer warte trifft. Mal. Da kam es dran. Ach so, ja. Also der Android. Ja, dann. Ja, ich versuche den nochmal zu hacken, weil es so schön war. Dann tu es. Mist, haben wir selber gefunden. Nein. Benutze deine Initiative, bevor du den verstärkst. Deinen Geistesblitzpunkt, ja. Würde ich mal empfehlen. Also kann ich dann nochmal, ja, ich benutze deinen Geistesblitzpunkt. Jetzt kommt so eine 5, komm. Zumindest nicht. Gut, zumindest klappt nicht. Wie gesagt, einer trifft. Wen von euch trifft er? Gucken wir mal. Einfach werfen. Geistesblitzpunkte kann man auch verschwenden. Wieso verschwenden? Es hätte klappen können. Ich meine, verschwenden. Man kann Androiden, wie immer. So. Ja, gut, dann. Drohnen fallen auf Androiden. Tja. Ja, sind aber keine starken 14 Schaden geht. Was? Die sind nur 2 D10? Das sind. Das, ja? Ich mache mit meinen Goldklumpen, wenn ich den auf den werfe, mehr Schaden. Ja, die sind nicht, die sind offensichtlich nicht zum Töten gedacht. Goldklumpen ist halt eine gute Waffe. Mehr so dann, zum gruselig aussehen oder was? Mehr oder weniger, die sind überwiegend zum Leben gefangen nehmen gedacht. Aber okay, ja. Dann möchte ich einen erschwerten Schuss machen. Erschwerten Schuss machen. Also ich möchte explizit auf ihren Halsgelenk schießen. Also das was dieses Kopfteil mit dem Körper... Ey, ich will den einhacken, bitte. Ja, ich schieße auch auf den schon Beschädigten. Alles klar, dann... Wie viel erschwert? Wie viel hast du? Ich habe 57. Dann... Das ist schon relativ klein. Mach mal um 30 erschwert, also 27. Okay. Ah, schade. Aber er hätte auch so gut nicht getroffen, von daher. Gut, du schießt irgendwo. Warum du diesmal schaffst du Second, ohne. Ja, komm schon. Ohne ihn unmenschliche Stücke zu geben. Kann ich wieder? Natürlich. Ja, jetzt. Okay. Oh, zumindest nicht verstärkt. Und der schießt und sagt Kamehameha. So hackt man nicht. Die Witz wollte ich schon lange bringen. Ja, ich auch. Ich warte nur auf die Gelegenheit, aber gut. Die Gelegenheit hättest du mit diesem Superschuss haben können. Stimmt, fuck. Weil der hat keine Wirkung gehabt, wirklich. Aber gut, ja. Ist nichts geworden, ne? Ja, das kann ich aber ja besser machen. Offensichtlich. Dann sind die wieder dran. Ja gut, beide schießen. Einer schießt auf einen, der andere auf den anderen. Das heißt, ihr kriegt jetzt jeweils einmal hier, einmal 9 und einmal 9 Schaden. Also es nimmt sich überhaupt nichts. Das heißt, ich habe jetzt 63. Oh, hätte ich noch können. Gut, dann schieße ich wieder ganz normal auf den ersten. Gut. Hat geklappt und das macht dann hier 32 Schaden. Das heißt, ich habe 62 Schaden an den Typen gemacht. Der ist weg. Wie wenig Leben haben die? Das weißt du nicht, das hast du nicht analysiert. Ja, ich habe keine Lust, das analysieren. Aber nicht viel. Das heißt, ich würde mal schätzen 50? Das kannst du gern schätzen, aber ich kann es nicht bestätigen und nicht verneinen. Kannst du gleich sagen, wenn der Kampf zu Ende ist. Schaff ich es während des Kampfes, mich mal ein bisschen zu heilen? Bin ich wieder dran? Darf ich wieder Du bist dran. Ja, ja. Du bist dran. Komm. Nein! Ey, das ist kritisch. Das ist nicht geil. Kritisch.
Das ist ganz knapp davor. Ja, ja, genau, deswegen sage ich ja, das ist kritisch, die Zahlen. Schießt, ich glaub, trifft. Auf wen? Wobei, erst mal Schaden. Neun Schaden. Safe. Wow. Nicht mich. Die zermürben euch. Auf wen jetzt? Die Kuh ist tot. Oh nein, diesmal habe ich den Schaden bekommen. 54 ja. Leben habe ich noch. Gut. Der Captain überlebt als einziger. Ja. Weil schon sehr lustig. Darf ich hacken? Zu schwer. Du darfst nein, wieder hacken. Ich habe versucht, aber auch mal zu hacken. Gut, dann mach's. Nice! Ja, okay, ich habe auch verdammt. Ich hab ihn. Okay, du hast ihn geschafft. Yes. Gut, gut, das ist so ein primitives System, da gibt's keinen Gegenwurf. Du hast ihn gehackt, was willst du ihn tun lassen? Ja, da soll er jetzt erstmal uns mithelfen. Der ist wahrscheinlich stark, oder? Du deaktivierst ihn, so komplex kriegen die es nicht hin. Die kriegen zielen, schießen, an diesen Punkt gehen hin. Okay. Okay, habe ich mich inzwischen auf der Krankenstation halbwegs gefixt bekommen? Bist immer noch in der Brücke, bewusstlos. Nein, er ist mittlerweile zur Krankenstation gekrochen. Zur Krankenstation wie ist er daran vorbeigekrochen? Das habe ich doch gesagt, er ist so schwer verletzt, dass er nicht als Gefahr wahrgenommen wird. Ach so, okay. Ich war auch keine Gefahr, ich war super. Ich habe geblutet wie nix. Ich war gerade aus dem bewusstlosen Zustand aufgewacht. Also ich war wirklich nicht in der Lage, war kaum in der Lage zu gehen. Also ich war auch wirklich keine Gefahr. Gut, ihr habt es damit geschafft, euren Plan soweit in die Tat umzusetzen. Der Kopfgeldjäger-Typ ist weggesperrt. Wegen dem nackten Kopfgeldjäger jetzt. Kann ich mir Punkte regenerieren oder wie? Ich habe eine Frage. Wir haben eine Medizinstation, da sind ja Sachen ausgelabelt. Kann ich irgendeine betäubende Droge daraus nehmen? Hab ignoriert ich mich einfach. Klar, kannst du, wenn du willst. Dann nehme ich eine betäubende Droge raus und spritze den auf jeden Fall mal den. Ich würde mal sagen, ich mache mir zwei D10. Schadenregenerierung. Dem Kopf gegeben. Ja, mach mal. Könnt ihr alles tun. Ja, sehr schön. Achso. Achso, und dann rede ich. Ja, komm, sag mir, du kriegst 30 zurück. Ja. Der Captain. Achso, ja, ja. Sei mir mal so viel, er wird's brauchen. Dann würde ich gerne auf Handlungsgeschick würfeln, dass ich mit Karma ausmache. Dass ich den Roboter behalten darf und sie behält dafür die Kanone. Oh nein! Okay. Hasse dich so sehr allein dafür, dass du es probiert hast. Ich krieg jetzt beides. Alles. Ich will alles, was du hast. Ja, okay, du kriegst die beiden. Ich überlege gerade. Ich will den Goldbarren zurück. Ich komme aus der Krankenstation raus und sag, Kinder, macht das unter euch aus. Ich halte die Hand auf die Brücke. Ich will alles. Ich bin gerade hart am Überlegen, ob du danach einfach nackt und ohne alles dastehst bei der 100. Ja. Dann kann ich gegen was müsste ich eine Initiative opfern? Hast du doch schon. Wenn du keinen mehr hast, hast du keinen mehr. Ah, okay. Also nicht wie bei einem anderen, wo dann irgendwas passiert. Nein, würfel doch nochmal auf Verhandlung. Ich will nur wissen, wie sehr du es verkackt hast. Jetzt nochmal eine 100, komm, schrei ich. 66 ist auch gut. Das sogar hättest du es geschafft? Nein, 3. In der 69 hätte dich vor mir hingekriegt. Alles klar, gut. Unheimlich. Wenn du das auch nicht geschafft hast, dann stehst du jetzt nackt und ohne alles da. Sehr schön. Während der Android 2 Lagen Kleidung hat und alles, was du besitzt. Kannst dein Inventar jetzt leeren? Niemand weiß, wie es passiert ist, aber es ist jetzt so. Kannst dein Inventar noch leeren? Ich habe noch genau zwei Gegenstände. Die hole ich mir nämlich jetzt wieder von dem Wissenschaftler, nämlich den einen Schildgenerator und die eine Pistole. Ja, okay. Alles klar. Dann streichen wir mal alles anders. Mit der kannst du deine Extremitäten bedecken, mit dem Generator. Nein, zumindest habe ich was. Aber trag dir bitte ein, was du jetzt von mir hast. Du jetzt einen Goldbarren bekommen, den gelben Overall, 39 alles. Geld und die Strahlenpistole. Bin sicher, da war noch mehr. Nein, das war alles, was ich hatte. Und halt den einen Schildgenerator. Den einen Schildgenerator hast du noch. Die Pistole und den anderen Schildgenerator habe ich ja dadurch behalten. Hier, ich schicke dir nochmal da rein. Das da. Ich begebe mich auf die Brücke und. Ah, und den Blaster, aber den setzen wir nicht. Also Schildgenerator, Pistole, gelbe Overall. Ja. Goldbarren, was noch?
Achso, stimmt, auf du den. Hast auch noch die Klamotten vom Kopfgeldjäger. Ja, stimmt. Kopfgeld. Ach ja, stimmt, ihr wolltet ihr auch noch looten. Jäger. Ich loote hier niemanden. Wollt ihr wirklich die Dinge, die er besaß, haben? Ja. Nein, ja, die sind cool aus. Ich loot da nichts, ich sitze auf der Brücke und ich kümmere mich um meine Pflanze. Okay, in der Zeit alles, regeln wir das. Alles kurz. Klar, gut. Ich schreibe dir. Die Pistole der Goldbarren hat er nicht noch mehr dabei? In der Zeit lootet sie alles. Ja, bei ihm weiß ich's nicht. Ich schreibe dir also einfach mal kurz privat, was du alles. Gewalt schreibe ich mir einfach auch für diesen Roboter. Ja. Ich schreibe dir aber, was du sonst noch von ihm kriegst. Ich habe noch eine Riesenpistole. Ich würde übrigens. Modi, ich würde übrigens gern mal zu dem Kopfgeldjäger, der scheinbar tot ist. Ist der tot? Der ist eingefroren. Okay, ich würde einfach mal einen Ratschlag geben, öffne das mal einfach nicht. Wenn du das versuchst zu öffnen, ich hau dir eine rein. Ich hab ein bisschen Hunger, also. Nein. Du kannst es versuchen. Nein. Okay. Ich versuch's nicht. Sagen wir mal, er darf das Gesichtsteil öffnen. Ich versuch's erstmal nicht. Danke. Ah, die Moneten auch noch, stimmt. Ich habe einen Mordshunger nach 6 Tagen. Das ist ein bisschen. Ich habe mich jetzt hier nur von Wasser ernährt. Ich habe nichts gegessen. Ich habe ein bisschen an dem Hirn gelutscht. Das ist aber jetzt auch irgendwie. Das schmeckt auch irgendwie nicht mehr nach 6 Tagen. Würdest du zur Not einfach mal essen? Ja, gutes. Du kannst ja erstmal ausspielen, was du noch so alles machst. Das Hirn, was ich habe, das ist seit 6 Tagen, das ist schon langsam. Das ist ungefähr jetzt für mich so wie schimmeliges Brot irgendwie. Das ist halt. Also, um mir jetzt zu. Also, ich hab schon irgendwie Hunger, aber. Ja, also bevor ich verhungere, würde ich das schon irgendwie essen, aber. Ja. Eigentlich kann man es wegschmeißen, oder? Ich weiß nicht, das ist deine Entscheidung. Iss es auf, dann hast du wenigstens die Nährstoffe. Dann bist du vielleicht auch ein bisschen geheilt. Ich wurde ja schon geheilt. Ich habe mich ja auf der Medizinstation. Ich würde mich auch gerne noch einmal heilen. Ja, so, ihr habt sowieso jetzt erstmal Zeit. Sie kriegt jetzt erstmal ihre Menge an Waffen und Dingen. Ja, was darf ich nochmal werfen? Und ist immer noch halt. Koks! Ich hab Koks! Ja. Ich esse übrigens ja, das bitte. Verdammte Hören. Was darf ich nochmal werfen für heilen? Einfach einen 21er. Okay. Also, ihr dürft auch alle regenerieren, einmal einen 20er. Ich nochmal, oder? War ich überhaupt geschädigt? Ich glaube nicht. Ja, hast du doch. Du hast zweimal Schaden bekommen. Gekriegt. Zweimal sogar. Einmal 9 und einmal irgendwas anderes. Soll ich normal generieren, oder? Ja, du darfst auch. Ihr habt jetzt einen Tag in Ruhe, dann seid ihr am Ziel angekommen. Ah, einmal 9 und einmal 14. 2d10. Ah, 16. Regeneration. Passt. Durch das Hirn, auch wenn es ekelhaft geschmeckt hat. Okay, cool. Das war schon echt geil. 2d10. Ihr sollt 1d20 werfen, egal. Ist herzlich egal, eigentlich. Es kommt auf dasselbe raus. Naja. Du sagst, ich hätte einmal 9 und einmal was anderes. Sagen wir es mal 8. Einmal 9 und einmal 14. Ich bin voll geheilt. Ja, das ist gut. Du hast dich gut verarztet. Und das Hirn hat auch was gebracht. Auch wenn es nicht geschmeckt hat. Ja, schön. 77, 5 wieder drauf, 82. Ich hab's mit dem Rest von Blut, was ich noch in der Flasche habe, runtergespült. Auf jeden Fall. Was ich machen möchte, ist, ich möchte zur Brücke gehen und auf jeden Fall frage ich dann, wie heißt es, Kame, den Androiden eben, ob er die Brücke soweit wieder reparieren kann, dass ich meine Steuerkonsole benutzen kann. Das geht noch alles. Die Brücke ist kaputt. Okay, ich meinte halt... Sie hat ein paar Löcher, aber sonst passt schon. Und auf jeden Fall würde ich. Aber ich kann da sitzen, bitten, oder? Auf jeden Fall würde ich darum bitten, dass sie das Leck an der Stelle repariert, damit ich möglichst bald den Schild wieder ausschalten kann, um nicht in Stromschwierigkeiten zu kommen. Also, pass auf, das allererste, was ich mache,
ist, dir dein Overall zurückzugeben und deine Pistole und deinen beschissenen Goldbarren und dein Geld. Okay, das ist nett. Aber den Einschildregenerator behältst du wahrscheinlich. Yep. Also ja, okay. Du hast deine normale Pistole hast du wieder, ne? Jetzt habe ich wieder zwei Pistolen, ja. Kann ich eigentlich beide Akimbo schießen? Kannst du. Dann hast du zwei Angriffe. Beziehungsweise okay, machst doppelt Schaden. Okay, dann muss ich es ab sofort so benutzen. Dann ja, gebe ich meine Pistole nämlich dem Dingens. Ja, das kannst du auch gern tun. Du brauchst ja keine. Du hast ja einen Laserarm und eine fette Kanone. Und eine Riesenpistole. Ja, sie hat so zwei Waffen. Ich bin euch scheißegal, ich hab das aber. Du hast einen verbogenen Dolch und einen normalen, das reicht. Also, Zwergi, pass auf, ich hab was Schönes bekommen und zwei Energieklingen. Aha. Weißt du nicht, ob ich Zwergi eine Energieklinge geben, oder? Also, ich hab einen kaputten. Ich bräuchte irgendwann mal Ersatz für meinen Dolch, das wäre schon. Dann würde ich sehr dankbar nehmen. Du hast jetzt ja. Zwei Energieklingen, Punkt. Okay, ja. Die hat's. Könnt ihr euch. Was für einen Schaden hat. Kannst du dir vorstellen, wie ein. Muss ich kurz gucken. Wo haben wir die Liste? Schön, wäre das geklärt. das wären 5W10. Und stellst dir vor wie ein Lichtschwert. Eigentlich. Aha, okay. Dann, was ich gerne machen würde, bekomme ich eine Erleichterung, wenn ich an den Roboter rumprogrammieren möchte, weil du meintest, der ist super einfach? Ja, geht. Das meine ich. Ich hab 30. Ich möchte nicht, bevor du meinen Kram anfasst. Okay, dann frage ich dich erstmal davor. Ich würde ihn gerne darum umprogrammieren, dass er das Schiff einigermaßen in Ordnung hält, damit ich mich darum nicht kümmern muss. Gut, mach. Gut, auf was muss ich werfen? Ich habe 30. Wie viel ist Erleichterung? Mach mal Hacken. Sagen wir, du hast eine 50-50 Chance, hast du 50. Okay, fast 35. Wenn die fertig damit sind, frage ich mal, wie weit es noch bis zu unserem Ziel ist, bis zum Planeten, wo wir hin wollen. Ihr seid so gut wie da. Okay. Ihr solltet jetzt langsam eine Landeposition sag finden. Sag ich mal. Frag da mal an der Station. Mit schneller Geschwindigkeit zum Ziel. Ich würde gerne erstmal anfragen, ob es an diesem gewissen Planeten, wo wir jetzt, oder Stationen, an der wir jetzt befinden, eine Gefängnisstation vorhanden ist. Ja, du willst scannen, ob die ein Gefängnis haben. Ich möchte anfragen. Wir sind ja nah genug dran, meintest du gerade. Ich erlaube dir keine Antwort. Ich erlaube dir, keine Antwort ganz zu benutzen. Ah, okay, keine Antwort. Aufgrund der Tatsache, dass ich keine Antwort habe, würde ich gerne mit meiner Navigation einmal scannen. Den Tipp gebe ich dir auch, weil das kommt mir auch sehr suspekt vor, dass wir keine Antwort kriegen. Dann. Wow. Während du scannst, schick ich einen. Oder. Audi, was ist das Ergebnis vom Scan? Ich lass erstmal Zwerge weiterreden. Während, gleich. Ich kann es ja selbst nicht machen, aber vielleicht kann ich den Druiden beauftragen. Dass während du scannst noch die Standardnachricht an den Außenposten oder da dort wohin an das Ziel gesendet werden, dass wir einmal grüßen, dass wir da sind und sagen, dass wir der Druide kann jetzt putzen. Guten Tag, wir sind da. Und mal nach Antwort. Druiden oder den Druiden? Beides. Dich. Okay. Achso, und jetzt du wolltest mir sagen, wie viel Lebenspunkte haben die Dinger? Die Dinger haben 50. Hattest du richtig geraten. Ja. Weil die echt nicht schack's. Ja. Okay, okay. Ergebnis. Frage an diese Heinis da. Ob da darf ich mal ein Ergebnis schnell bekommen? Ja. Aber ja. Lol, ich hab übrigens gerade random auf Steam ein Booster-Pack gekriegt. Lol. Mhm. Gerade jetzt. Cool. Schön, dass du das mitten im Abenteuer erwähnen musst. Ich hab gerade eine laute Meldung gekriegt von Steam, also ja. Hat keiner außer du gehört. Sicher? Nee, Spaß. Was willst du? Ah ja, stimmt, das läuft mal an anderen Channel, alles klar. Ja. Ja, das Ergebnis ist, du siehst keine Lebenszeichen und mittelmäßige bis starke Schäden. Joa, keine Lebenszeichen. Ich drehe mich zu den anderen um und frage, ob wir vielleicht doch nicht hier andocken wollen.
Das ist unser Ziel. Und den Doktor, ja, ich wollte gerade sagen, und den Doktor fragen. Ich wollte auch die ganze Zeit fragen, ob ich das Raumschiff vielleicht ein bisschen reparieren darf. Das ist unsere... Das hast du während der Zeit gemacht. Alles wieder okay. Leute, hier ist unsere Zielmission. Hier müssen wir hin. Wir sollten da schon nachgucken. Wir sollten da anlegen. Der Doktor meint auch, ja, natürlich müssen wir hier landen. Wir müssen rausfinden, was passiert ist. Und vor allem die Forschungsergebnisse retten. Der Captain gibt den Befehl zum Landen. Ich sag, mach dir... Da ich das ja gescannt habe, dock ich an dem Dock an, was für mich am sichersten aussah. Alles klar, das kannst du tun. Dann ja, einmal Navigation zum Landen, so wie beim Start auch. Ja. Ich meine, eventuell nimmst du... Passt. Okay, das schaffst du. Ja, schaffst du. Gut, weiter. Und dann mache ich eben die... lasse ich eben so den Ausgang, lasse ich frei, also sodass man rausgehen kann, aber ich bestehe darauf, dass ich im Cockpit, dass ich in der Brücke bleibe. Sind alle einverstanden? Da. Was willst du? Soll er machen? Der Pilot bleibt auf der Brücke, ja, von mir aus. Ich bilde mit dem Droiden, mit dem Androiden werde ich einen Außentrupp. Gut, der Doktor kommt übrigens mit. Er besteht ja darauf. Der soll ja ausgeliefert werden. Das ist ja unser. Das soll nicht ausgeliefert werden, der will rausfinden, was hier los ist. Das ist ja unser Ziel. Dann kann der Pilot dem bitte seinen Schildgenerator geben? Unser Ziel ist es, den dorthin zu bringen. Also. Ich gebe dem Doktor meinen Schildgenerator. Alles klar, dann tust du das. Er bedankt sich. Gut, und dann geht's los. Dann ich bin auf jeden Fall. Kann ich die Schilde hochfahren, während wir stehen? Das kannst du tun, ja. Dann tue ich das auf jeden Fall mal zur Sicherheit. Ja, nachdem die Leute eben raus sind. Ja. Ihr seht da im Staub außen so ein paar Abdrücke, wo das Schild auf den Boden trifft, aber sonst alles gut. Gut, wir betreten den Planeten. Gut, ihr betretet die Forschungsstation. Davon habe ich leider keine Map erstellt, weil ist nicht wirklich nötig. Ihr werdet nicht großartig. Hast du ein Bild an mir? Hintergrundbild. Noch nicht. Und der Bild einfach das blendet einfach das Bild an, was du am Anfang hattest. Das kann ich tun, ja. Das könnte auch die Forschungsstation. Das könnte auch die Forschungsstation sein. Das könnte auch gut hier. Ja, das kann durchaus sein. Das ist der Boden, das ist ein kleiner Sternfluss. Das könnte die Forschungsstation von außen sein. Morty, wie wär's damit? Was? Nein, ihr seid auf einem Planeten, nicht im Weltraum. So sah vielleicht das aus, wo ihr gestartet seid, ja. Gut. Ah, okay. Ja, ihr habt doch gesagt, eine Station. Was ist okay. Was haben wir da, was sehen wir da? Hier ist nein. Ja, du bist auf dem Schiff, du bist im Cockpit. Ja, ihr habt einen Kommunikationskanal offen, er kann mitreden. So, wir betreten den Planeten, was sehen wir, was hören wir, was reden wir? So, ihr betretet den Planeten. Ihr seht eine Forschungsstation in so 20, 30 Meter Entfernung an einer Art dunklem, grünlichem See oder Meer oder sowas. Und der Planet an sich ist gräulich rot. Also ein ganz hübscher Kontrast. Ja, ihr habt eine Forschungsstation, ihr habt einen Strand. Was tut ihr? Was ich noch sagen wollte. Ich beobachte alles durch den Scanner, also die Lebenszeichen von denen, wo die sich befinden, damit ich so eine Ahnung habe. Das kannst du tun, ja. Geht. Wir schauen uns auf der Station um und gucken mal, ob wir da irgendwas Auffälliges entdecken. Gut, ihr geht rein. Wir schauen uns um. Die Türe ist komischerweise offen, wobei es nicht nötig wäre. Daneben ist ein relativ großes Loch in der Wand. Können wir atmen? Atembare Atmosphäre. Okay. Ist nicht selbstverständlich. Papa, ja gut, es ist eine Forschungsstation hier gewesen und es ist kein untertunneltes Dock oder sonst was. Was hätte es sonst sein sollen? So, was sehen wir dort? Gut, ihr seht eine Station mit relativ ordentlich Schäden. Was genau könnt ihr so jetzt auf den ersten Blick nicht beurteilen?
Ja, der Doktor, meinen Granatwerfer raus. Der Doktor ist mitgenommen, der Doktor ist mitgekommen. Der ist daneben und sieht sich auch um. Ich frag den mal, den Wissenschaftler, was denn sein Ziel ist, wonach wir denn genau suchen sollen. Braucht er eine Messstation oder was, worum geht's? Wie wär's mit herausfinden, warum hier alle tot sind und die Station zerstört? Wie wär's damit? Wäre das ein Anfang für Sie, Captain? Was war denn das Ziel seiner Mission? Ich frag ihn, braucht er Messdaten? Muss er irgendwo zu einer Station, wo es Messdaten gibt oder wo zum Computer oder so weiter? Was suchen wir? Er wird sich jetzt erstmal hier umsehen, wo was genau gespeichert ist. Er war jetzt 1 bis 2 Monate weg von hier. Weiß jetzt nicht genau, wo alles Er guckt sich um und sucht dann. Ihr solltet vielleicht mal rausfinden, was hier passiert ist. Dann gucken, während er sich um nach seinem Terminal guckt oder weiter, teilen wir uns ein, dass wir mal gucken, ob es hier Spuren der Vernichtung gibt, was ja die Ursache der Sache war. Gut, hast du irgendwas, um Spuren zu erkennen oder so? Was in der Richtung? Das wäre relativ logisch für meinen Charakter, aber aus irgendeinem Grund habe ich das nicht. Es macht Sinn, dass mein Ex-Mensch das also, für eine Spur also nehmen kann. Also wir haben hier Leichen und alles, die könntest du untersuchen zum Beispiel. Ich habe Autopsie, die könnte ich ganz gut aufschlitzen und untersuchen. Könntest du dir auch mal wieder frische Nahrung besorgen. Das hätte ich auf jeden Fall Interesse. Würde mir auf jeden Fall einen Beutel damit packen. Okay, sehe ich dort irgendwo Leichen rumliegen oder sieht man... Ja, mindestens 5. Also laut euren Daten sollten so... Okay, dann mache ich mich an den Leichen. 10 Leute etwa hier gearbeitet haben. Dann mache ich mich an die Leichen und guck mal nach, ob die irgendwelche Spuren. Autopsie ist ja auch das. Erstmal gucken, wie das. Daran erkenne ich, die gestorben sind. Ich untersuche, wie die gestorben sind. Bevor ich es aufschlitze, gucke ich erstmal, wie. Das kannst du gern tun. Dann würfel drauf. Okay, ich würfel drauf. Mal schauen, das habe ich geschafft. Alles klar. Relativ gut. Dir fällt auf, dass sie an einigen Stellen gut durchgebraten sind. Und auch leicht radioaktiv. Okay. Ich nehme meinen heilen Dolch und ich taste erstmal vorsichtig ab und guck mal, ob irgendeine Gefahr als Autopsie. Als Autopsiemediziner kann ich das erkennen, ob es gefährlich wäre, ob der Gase austreten, die mir schaden würden, wenn ich den Körper jetzt aufschneide. Und ja, dann würfel drauf. Nochmal auf Autopsie. Ja. Habe ich easy peasy geschafft? Ja, sollte sicher sein. Okay, dann nehme ich das Messer und schneide die erste Leiche auf, um zu gucken, ob da was in den Organen erkenne, ob es da irgendwelche Spuren gibt. Verwüstung. Dafür nehme ich. Ja, ich kann auch auf Autopsie würfeln, weil das ist ja prinzipiell das, was ich mache. Wer nicht mit Messern stechen, sondern. Macht jetzt nicht so den Unterschied. Für den Wert auch okay. Nicht. Haben ungefähr die gleichen Werte. Da schneide ich auf und guck mir die Organe an, wie die aussehen. Welche ja, selbes Bild wie außen, leicht radioaktiv und verbrannt. Okay, ich guck zu dem Druiden rüber und sag ihm, hier muss irgendwas, diese Körper müssen irgendwie, also dieser erste Körper, den ich untersucht wurde, habe. Ich werde die anderen auch noch untersuchen, vielleicht ist da was Unterschiedliches. Aber so wie ich das sehe, wurden hier die Opfer von irgendwelchen Hitzen verbrannt. Und ja. Die sind an Heißhals, die irgendwie verbrannt wurden. Du willst was scannen? Ja, ich kontaktiere den. Ich
kontaktiere die Piloten und sag ihm, soll mal präzise nach Monstern, nach Feuermonstern gucken, ob da irgendwie, ob irgendwas. Nach Feuermonstern, alles klar. Ja, nach irgendwelchen Angriffsquellen. Ich wollte erstmal meinen eigenen Scan machen. Und zwar wollte ich scannen, ist da. Alter Schwede. Kann ich nach irgendwas scannen, das besonders wirkt? Also irgendwie nicht, als würde es. Also nicht unbedingt, also irgendwas Besonderes. Von dem, was Besonderes ausgeht, einfach. Inwiefern besonders? Irgendwas, was so nicht entweder was besonders stark rausstrich, durch zum Beispiel Strahlung oder auch einfach nicht in die Umgebung von dem restlichen Bild herpasst. Also du willst auf Strahlung scannen, dann tu das mal. Ja, oder ja, generell sowas. Warte. Das ist noch drinne. Alles klar, ja, irgendwo, irgendwas unter der Erde. Wahrscheinlich irgendein, keine Ahnung, Uranvorkommen oder sowas. Kann sein, dass sie da irgendwas angebohrt haben und bei einem Reaktor oder sowas schief lief. Ist absolut möglich. Okay, dann ist ja schon das passiert, was von ihm wollte, dass er mal nach Quellen sucht, die dazu geführt haben könnten, dass die Leute hier gestorben sind. Ja, das ist die erste Theorie zumindest. Ich hätte gehofft, dass da irgendwas Hochradioaktives rumliegt, dass ich sagen kann, bringt mir das mal mit, das scheint interessant. Also ich sehe an den Leichen, dass die verbrannt sind, dass die nicht nur radioaktiv, sondern verbrannt sind. Deswegen bitte ich ihn drum, mal danach zu suchen, ob er irgendwie Feuerquellen oder so weiter, ob er irgendwas findet, woran die, ob es entweder einen Gegner gibt, der Feuer aktivieren könnte und so weiter, oder ob der irgendwie Maschinen findet oder irgendwelche Feuerquellen, an denen die Opfer gestorben sein könnten. Das scheint für mich die Todesursache zu sein, dass sie dann verbrannt sind. Ich würde nach irgendwelche Wärmequellen scannen und... By the way, nehme ich mir ein paar von denen. Ich schneide da ein paar Organe raus, ich nehme ein paar Herzen mit, ein paar... Also während ich die anderen untersuche, nehme ich steck mir Herzen und... Ja, das kannst du tun. Stückchen Darm, Stückchen Leber, Niere... Ja, du machst dir nebenbei noch so eine Wurst aus irgendwas. Nö, ich steck das erstmal roh ein. Hat der Scan soweit geklappt? Ist ein bisschen verbrannt, ja, deswegen schmeckt es nicht mehr, aber ja. Deswegen habe ich ja gesagt, und Mordi, was gibt's? Alles klar, sehr gut. Ja, du siehst tatsächlich eine Wärmequelle. Jetzt nicht so stark, aber irgendwo in der Nähe von der Strahlenquelle auch. Dann gebe ich die Koordinaten mal weiter und kann ich nach irgendwelchen Hohlräumen scannen, die eben einen Dichteunterschied im Boden aufweisen oder auch in der Umgebung? Das kannst du auch tun. Was tut der Rest aber in der Zwischenzeit? Ich schneide noch die restlichen Leichen auf und guck mal, ob ich da andere Spuren finde, ob einer vielleicht besonders verbrannt ist oder ob der irgendwie auf andere Weise verstorben ist oder ob es da ähnliche oder andere Spuren gibt. Also alle 5 Leichen schneide ich nacheinander auf und guck mal, ob die untersucht das. Und ich bleibe einfach nah bei dem Professor. Was finde ich denn da bei meiner Suche? Bei den Leichen findest du nichts, aber als du die Räume durchgehst, siehst du vor allem Leichen sind alle an derselben Verbrennung gestorben. Ja, an anderen Orten scheint jetzt nicht eine gleichmäßige Strahlung gewesen zu sein. Aber die sind genauso in derselben Art gestorben. Die sind aber die Außenwände sind auch noch wahrscheinlich durch stumpfe Gewalt oder sowas eingeschränkt. Vielleicht ist irgendwas explodiert oder so. Müsstest du näher nachgucken. Es ist auch keiner, der weniger verbrannt ist oder der irgendwie, weil er sich irgendwie geschützt hat oder weil er vielleicht hinter Schutz war oder weil er irgendwie anders gestorben ist, der unverbrannt ist und dann an Schüssen gestorben ist und weiter, wo man dann daraus erkennen konnte, dass der vielleicht nicht an dem Ort war, als es passiert ist. Nee, also die sind alle tot. Sagen wir es mal so. Und sie scheinen alle relativ überrascht gewesen zu sein. Okay, ich steck mir einen Haufen. Zumindest die du in dem Raum jetzt siehst, ja. Ich steck mir einen Monatsvorrat an Organen ein. Alles klar. Also Mordi, was ergibt der Scan? Gibt es da irgendwo Hohlräume oder
Ist der Boden unnatürlich stark verdichtet wegen irgendeiner Explosion oder sowas? Nein, aber du siehst so 200 Meter etwa in der Tiefe zwei nebeneinander befindliche relativ große Höhlensysteme oder so. Auf jeden Fall irgendwas stark Verzweigtes. Okay, also dann gebe ich den anderen mal weiter. Auf jeden Fall das unter ihnen? Nicht unter ihnen, aber definitiv unten. Entweder Boden oder im Wasser so leicht. Irgendwas okay, dazwischen. Dann sage ich auf jeden Fall, dass bei denen in der Nähe irgendwo, höchstwahrscheinlich vielleicht auch unterirdisch oder unterirdischer Nähe, ein Hohlraumkomplex sich befindet. Okay. Ich will aber erstmal die Stelle, die Morty gerade gesagt hat, untersuchen. Alles klar, du willst gucken. Was dir sofort auffällt, ist, die Trümmer liegen nach innen. Also es scheint nichts innen explodiert zu sein. Also es scheint was von außen oder eingeschlagen sein. Scheint von außen was eingeschlagen zu haben, was da nach innen. Was nach innen zerbombt wurde. Also es ist, die Explosion kam nicht von der Maschine, die innen stand und explodiert. Das hatte, war tatsächlich Außeneinwirkung. Ja, genau. Da hat etwas von außen geschossen, vielleicht. Das ist was da. Ich deute das als Angriff. Gibt das so ans Schiff weiter. Gibt das Wert. Du hast überhaupt keinen Wert, um irgendwas zu erkennen, oder? Oder zu suchen. Ja, doch. Ich guck mal. Nee, hattest du nicht. Nö, dann findest du auch nichts weiter. Aber ich gebe weiter, dass für mich nach einem starken Angriff aussieht. Ich gebe ans Schiff weiter, dass da. Er hat wohl irgendwas oder irgendwer angegriffen, dass die Basis von außen attackiert wurden. Das war kein Unfall, da ist wirklich von außen. Kann auch die Natur gewesen sein, dass irgendwas auf dem Planeten verrückt, aber entweder eine Kraft auf dem Planeten oder irgendwas von außen stehen, das hat diese Station hier. Ich nicke und schlage dieses Notizbuch auf, was immer noch nicht weitergeführt wurde, und schreibe da drin auf. Sehr guter Bericht. Und schreibe darin auf. Sehr gut. Zielpunkt anscheinend verbrannt. Grund unbekannt. Ja, und irgendwie auch atomare Strahlung, ne? Naja, und Strahlung, ja. Gut, wenn der Droide hier nichts weiter untersuchen will. Möchte der Androide was untersuchen? Ja, wenn jetzt alle fertig sind. Dann würde ich vorschlagen, dass wir mal aus der Basis rausgehen und mal gucken, kann ich sie auch nochmal scannen. Und vielleicht sind ja auch noch Systeme irgendwo intakt, die man hacken kann, rein theoretisch. Also, scannen einmal. Kannst du gern tun. Das hat geklappt. Du erkennst das tatsächlich, die Server für die für die Berichte und für teilweise die Forschung noch zugänglich sein sollten von den meisten Terminals. Okay, dann versuche ich das jetzt da reinzukommen. Hat geklappt. Ich werde das erstmal nicht meinen Mitarbeitern da sagen, übrigens. Alles klar, dann schreibe ich dir die Infos mal eben privat. Okay, du kannst auch einfach im Stream sagen und wir haben die Infos. Nein, kann ich nicht. Damit die Zuschauer das haben. Das ist schön, dass die Zuschauer das haben, aber das bringt nichts, weil du die dann auch hast. Wenn sie die Infos nicht weitergeben will, dann ist das so. Dann kann ich so spielen, dass ich es nicht habe. Ihr könnt euch beide kurz muten. Beziehungsweise oder ich spiele es einfach so aus, dass ich es nicht habe. Nein. Ich habe entschieden, dass ich das privat schreibe, also tue ich das. Punkt. Das ist zwar für den Stream ziemlich blöde, aber. Nein, das ist nicht für den Stream blöd. Wenn es nicht mit den Leuten geteilt werden soll, dann soll es nicht geteilt werden. Punkt. Mach, was du denkst, du bist der Spielleiter. Gut. Du kannst aber auch gern weiterspielen. Ich kann auch Multitasking. Glaube ich zwar nicht, das war ich zu bezweifeln, aber. Ich kenne dich gut genug.
Aber ich verspreche, also ich setze mich dann irgendwo hin, da ich mit meinen Untersuchungen fertig bin und verspeise eine leckere Niere, die ich dort gefunden habe. Ich esse ein bisschen was, weil ich lange nichts gegessen habe, ich bin hungrig. Ich würde dann gerne mal in den Medizinraum gehen und prüfen, ob wir vielleicht Medikamente gegen Strahlendosen haben. Das wäre nicht schlecht. So, solange die Leute da nicht für die nächsten Monate bleiben, sollte da keine Gefahr von ausgehen. Nein, nein, ich meine, weil er verstrahlte Körper ist. Ach so, ja, das kannst du tun, da findest du auch was. Ah, okay. Weiß nicht, ob das meinem Körper relativ viel, ob das meinem Körper was ausmacht. Ja, tut es. Na, ich bin ja zum Teil auch menschlich, deswegen, naja. Gut, ich frage mal beim Schiff nach, ob wir jetzt mal langsam den Planeten erkunden wollen oder ob ich das mal. Das ist immer noch eure Entscheidung? Ja. Der Druide ist scheinbar gerade nicht da. Der ist gerade an irgendeinem Terminal und hat den Finger reingesteckt. Ganz tief. Boop! Okay, ich begebe mich langsam zum Ausgang. Ich funke dem Pilot, dass der mal gucken könnte in den Medizinräumen in der Einrichtung, ob er da vielleicht eine Maschine findet, die ersetzen kann, die wir da gerade. Also die wir schon noch auf dem Raumschiff haben. Die aber Schrott. Das wäre nicht schlecht. Also soll ich einfach dann das scannen, ob da irgendwelche Teile sind, die man für eine Synthetisierungsmaschine benutzen kann. Yes. Also derweil begebe ich mich zu einem. Hast du geschafft, oder? Ja, habe ich. Ja, ja. Alles gut. Alle haben das, was sie brauchen. Hast du was gefunden, oder? Mordi hat da was gefunden. Gibt's da was drauf, oder nicht? Der Multitasking-Fähiger. Genau? Multitasking-fähig. In diesem Krankenstation-Ding da, wo sie gerade davor ist und zeigt, ob ich sollte scannen, ob es da drin irgendwas für eine Synthetisierungsmaschine gibt. Und ja, da möchte ich dann antworten. Ja, du wolltest gegen Radioaktivität das Zeug haben, oder? Nein, er wollte. Achso, Mr. Multi. Die Maschine, die Zwerge am Anfang kaputt gemacht hat. Ja. Und ich würde dann mal langsam Richtung. Da sind ja große Löcher drin, da sind ja Einschläge. Ich muss ja nicht mal eine Tür benutzen, da muss ein großer Einschlagslöcher. Ich würd gerne mal auf den Planeten gehen. Ich würde meinen ersten Schritt nach draußen setzen, mal gucken. Mich erstmal draußen. Was kannst du tun? Vor dem, also vor dem Labor mal ein bisschen zugucken. Ich würde gerne mit dem Doktor reden. Das kannst du auch gern tun. Also ich halte meine Strahlenkanone bereit, schussbereit und geh nach draußen ganz vorsichtig, betrete den Planeten und guck mal, ob da in der Nähe der. Ich bleib noch in der Nähe der Basis, also ich gehe um das Gebäude rum. Ich guck mal, ob außen an dem Gebäude. Ich untersuche vor allem die Einschussstellen, ob ich da irgendwas sehe, ob ich da. Wieder was du da von außen, was mehr zu sehen ist, was da die Ursache sein könnte. Was ich den Antwort nicht ganz Werte? Verstanden habe. War das ja bezogen auf ja, da sind Teile dafür drin oder ja, du hast es geschafft? Weiß ich gerade nicht mehr. Sagen wir einfach, es sind Teile dafür drin. Okay. Multitasking-fähig. Ich habe gerade nicht im Kopf, worauf das genau bezogen war. Ja, was könnte ich da außen drücken? Also ich guck mit meinem Standardwissen. Ich guck da eigentlich einfach um, ob ich da was sehe. Wie wär's mit Medizin? Ich suche ja nicht nach dem Gröbsten. Mach einfach mal. Oha.
So, die 100 Medizin. Wow. Exakt getroffen. Also ich hab Medizin habe ich 55. Das ist sehr schön. Wow, exakt getroffen. Wow. Exakt, ich habe Medizin, okay. Ich habe es exakt geschafft. Also ich habe es wirklich auf Punktlandung. Mein okay. Wert getroffen. Du findest da irgendwo bei einem von den Löchern tatsächlich so ein Backstein großes Stück, was so leicht mit Algen und so weiter bewachsen ist, aber eindeutig von irgendeinem Lebewesen stammt. Okay, kann ich die Algen untersuchen mit Medizin? Ja. Das ist doch mal was dann. Medizinwert nochmal. 34 habe ich geschafft, ja. Alles klar, die Algen sind dir jetzt nicht bekannt, aber sie würden sich wahrscheinlich gut in einem Tee machen. Okay. Ich schneide mir mit meinem Messer ein paar davon ab und steck die mir ein. Okay, cool. Damit kann ich eventuell die Sachen würzen oder als Tee halt auch benutzen. Gut, währenddessen im Schiff. Die Langstreckenscanner zeigen an, dass sich etwas nähert, was euch bekannt vorkommen dürfte. Aha. Können wir das mal kurz zurückstellen, damit unser Android noch ihren Teil machen kann, den sie machen wollte? Seinen. Habe ich. Ich muss nur mit dem Doktor sprechen. Ja. Und dann würde ich gerne zurück ins Schiff, falls der nichts mehr in der Station da haben will. Willst du mir nicht mithelfen bei dem Untersuchen oder lässt mich alleine hier zurück? Ich bräuchte vielleicht jemanden. Von welcher Richtung kommt der? Von der Richtung, in der sich Mordi befindet? In der Richtung, wo sich unser Android befindet? Was kommt wohin? Das Objekt. Ach so. So ungefähr aus dem Space, glaube ich. Also aus dem Weltraum. Etwa von oben. Ah, okay. Ich tippe mal auf das Kampfschiff der Menschen. Nein, wie kommt ihr darauf? Die können euch ja nicht gefolgt sein oder so. Friede. Nee, Friede, wie wär's vielleicht, wenn wir mal irgendwie mal. Wenn du mal mit rauskommst und mich mal ein bisschen unterstützt hier bei der Suche? Bin doch längst draußen. Ich bin in dieser Station. Was willst du von mir? Ich will noch was fertig machen, bitte, danke. Du wolltest gleich aufs Schiff zurück. Ich will mit dem Doktor reden. Ja, du darfst mit dem Doktor reden. Ich schicke aber auf jeden Fall die Information, dass dieses Schiff kommt, mal weiter. Okay, also alles, was ich jetzt gefunden habe bei dem Scan und dem Hack, würde ich gerne mit dem Doktor teilen und ihn fragen, was der jetzt will. Was er jetzt machen will. Du weißt, dass du über Funk kommunizierst und wir alle mithören. Funk ist aus. Nein, ich habe das doch per Funk für alle gesagt gerade eben. Ja, ich gehe mal davon aus, ihr habt ihren Funk jetzt erstmal ausgemacht für dieses Gespräch. Ja, ich möchte das halt jetzt einmal kurz. Da frage ich mich, warum sie den Funk ausmacht. So, die Information ist, er. Außeneinander sind. Er hat die Daten und. Wenn alles nach Plan läuft, könnt ihr abziehen und zur Station zurück. Okay, dann. Aber wir haben immer noch nicht herausgefunden, was hier passiert ist. Das wäre schon. Gut. Ich meine, ja, das ist nicht unsere Mission. Du darfst gern weiter rausfinden. Du kannst auch auf irgendwelche Terminals zugreifen oder sonst welche Infos. Da, also, du tust es nur nicht. Da unsere Mission war, ihn abzuliefern und die Daten zu bekommen, die er jetzt scheinbar hat, ist unsere Mission noch nicht erledigt, aber haben wir das geschafft und unsere Mission war nicht hier den Planeten zu untersuchen, ob da deswegen stimme ich dafür, dass wir auf das Schiff zurückgehen und dass wir uns zurückbeamen lassen und da mal vielleicht auch mal abhauen, bevor wir. Haben keinen Beamer. Dass wir vielleicht auch abhauen. Das war vielleicht der Android mal einmal hacken würfeln. Einmal hacken würfeln, bitte. Ja. Lass mich mal bitte ausreden. Ja. Dass wir vielleicht auch langsam mal abhauen, bevor die Leute dort. Bevor die Menschen uns wieder angreifen. Weil wir sind. Unser Schiff ist kaputt. Wir sollten vielleicht auch mal langsam. Wir sollten mal Gas geben. Gut, du kannst ja mal auf Wissen würfeln, ob ihr entkommen würdet jetzt noch. Die haben ihre Waffensysteme hochgefahren und haben euch. Ja, sie sind da. Versuchen sollten wir es trotzdem. Da ich noch alleine auf der Brücke bin, würde ich die gerne kontaktieren und. Herzlich. Und sie begrüßen. Und kann sagen. Das sind ja höchstwahrscheinlich, das sind ja die Menschen, oder? Es sind exakt die. Und dann würde ich. Und selbst das Schiff sieht wütend aus. Ja, okay, dann wir kommen zurück an Bord. Dann würde ich auf jeden Fall gerne eine Nachricht schicken und sagen, ja, uns hatte ein Pirat gekapert. Den haben wir aber überwältigen können an der letzten Teil der Strecke. Und
Wenn Sie wollen, können wir Ihnen diesen sehr berüchtigten Verbrecher aushändigen und auch gerne Ihren schwer verwundeten alten General, den dieser Mann umgebracht hatte. Ui. Hast du Diplomatie? Irgendwas? Ich könnte entweder auf Verhandeln werfen oder auf jeden Fall. Oder ich? Auf Redekunst. Dann mach Redekunst, aber wie viel hast du drauf? 43. Ich nicht besonders hoch. Kann klappen. Gut, wenn du einen kritischen schaffst, dann erlaube ich dir das. Let's würfel. Oh, das ist sehr kritisch. Das ist doch schon. Knapp, aber nein. Nicht? Nein! Verarsch mich nicht. Wir hatten gesagt 5 oder weniger. Ach komm, Molly. Ja, ach komm. Aber es müsste doch trotzdem eine positive Auswirkung haben, so niedrig wie das ist. Ja. Und ich meine, ich habe Beweiskörper. Ja, potenziell. Molly, ich begebe mich übrigens mit dem Druiden und mit dem Doktor langsam auf, nicht langsam, sondern schnell aufs Schiff zurück. Außerdem kann ich noch sagen, dass dieser Mensch immer noch sein Gehirn hat, obwohl wir einen Hirnfresser an Bord haben. Das sage ich aber nicht. Alles klar. Also wir schaffen es, aufs Schiff zu kommen, Modi. Ja, ihr schafft's. Wenn du es ausmachst. Dann schalte ich es kurz zum Durchlaufen aus. Alles klar, dann habt ihr das soweit geschafft. Okay, dann auf der Brücke angekommen, gebe ich den Befehl, die Schilde, alle Energie auf die Schilde zu setzen und ab nach versuchen was zumindest zu entkommen. Also ist volle Fahrt voraus. Gut, Schiff weg. Weißt, wie groß dieses Schiff ist und wir sind auf einer Oberfläche von einem Planeten. Scheißegal, mach mal Navigation. Ja, okay. Abheben und los. Volle Turbo. Oh Moment, ihr wollt tatsächlich jetzt so mit Lichtgeschwindigkeit. Okay, dann mach Navigation erschwert um. Deswegen um was? Ich habe 30 gewürfelt. Das wäre erschwert um 40. Achso, ja gut, dann hättest du es auch trotzdem geschafft. Dann hinterlasst ihr beim Start auf jeden Fall einen Krater und ihr. Scheißegal. Mach jetzt noch einmal Navigation und zwar erschwert um 40. Nochmal? Wir müssen hier schnell wegkommen, wir sind unterlegen. Das hat nicht geklappt. Ja, dann fallen eure Systeme aus. Ah, sehr toll. Ja, und das Letzte, was euren Scanner noch auffällt, ist, dass anscheinend irgendwo in der Nähe ein EMP hochgegangen ist, also. Ah, sehr schön. Erstmal außer Gefecht. Ihr landet sehr unsanft wieder auf der Oberfläche. Geil. Gut, und dann hört ihr auch schon die ersten. Das ist klar, dass du jetzt zum Ende nochmal einen Kampf machen willst. Ihr hört auch schon die ersten Teleportationssignale. Und vor euch tauchen, sagen wir mal, 2 weitere Offiziere auf. Die sehen diesmal deutlich besser ausgestattet aus als die anderen. Okay, der Antimaterie-Granatwerfer. Ja, absolut keinen Bock zu kämpfen. Zielen, feuern und hoffen, nicht drauf zu gehen. Cool, gefällt mir. Oh. Ich habe absolut keinen Bock, gegen hoffnungslos überlegene Gegner zu kämpfen. Du darfst mal wissen dürfen, ob du hoffnungslos unterlegen bist. Das sehe ich mit dem Auge. Du nimmst es immer nur an. Sehe ich mit meinen eigenen Augen. Basic gut, Wissen oder was? Du kämpfst gegen ein Häschen. Basic was Wissen oder denn? Was? Was soll ich würfeln, Modi? Ja, Basic Wissen. Habe ich verkackt. Selbstverständlich. Gut. Okay. Map blende ich nicht ein, weil das wird. Ist zwar ein anderer Weg als geplant, aber passt schon. Ihr kriegt gleich ein anderes Bild. Okay. Und gut. Was hat das Ergebnis meines Würfelns gebracht? Das Ergebnis deines Würfelns hat gebracht. Sie sehen zwar stark aus, aber. Wenn ihr einen Arm opfert, dann kriegt ihr es hin. Wir opfern den Piloten. Gut. Gut, ich nehme an, ihr wollt euch ergeben, oder? Also ich ergebe mich. Doch kämpfen. Was er will. Ich habe schon die Arme gehoben und ergebe mich. Ich weiß was für ein gut. Kapitän. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Gut. Ich weiß nicht, wir haben einen Typen, der 2 Superwaffen als Arme hat.
Ja, erstens das und zweitens, du guckst den Doktor zwar an, aber der Anzug wirkt leer, den er trägt. Ah, ja. Asgard, stimmt ja. Ja. Ich sag so, warte, der Anzug wirkt leer? Der wirkt leer, ja. Liegt auch so zusammengesackt in der Ecke. Das heißt, der ist weg. Der ist erstmal weg. Ich guck mal eben was nach. Oh, Perfektion. Okay. Nehmen Sie doch gerne den Typen damit, der sich ergeben hat. Weil ich weiß, dass ihr das gar nicht sucht, sondern eigentlich diesen Anzug dort drüben und die Person, die da drin ist. Aber ich habe selbst keine Ahnung, wo sie ist. Können wir nicht sonst irgendwie helfen? Das ist eine gute Aussage, aber dir ist klar, dass ihr erstens einen Offizier entführt habt, zweitens illegal in diesem Raum unterwegs seid und drittens den Offizier auch noch fast tot geprügelt habt. Also ich glaube, die suchen schon euch. So zufällig gibt's aber auch. Ja, unwahrscheinlich, ich weiß. Gut. Falls ihr euch umguckt, das Wetter wirkt auch ein bisschen unruhiger als vorher. Dann bricht meine Person auf jeden Fall ein Lachen aus und sagt, ja gut, tut mir leid, und zieht seine beiden Pistolen. Okay, dann. Ich gebe mir einen Picard-mäßigen Fastball. Gut, dann würfelt mal einen 20er. Ich bin das Picard. Alle? Achso. Nee, ich kämpfe nicht mit. Ich bin ohne. Nein, du hast dich ergeben. Du bist außerhalb vom Schussfeld. Ich bin Kriegsgefangener. So, 18 und 10. Ich auch, ja? Ich kämpfe nicht gegen überlegene Gegner. Okay. Bis jetzt war jeder überlegen. Der Kopfgeldjäger war der überlegenste von allen bisher. Der war sehr überlegen, ja. Nachdem ich der Kopfgeldjäger fast getötet hat, habe ich jetzt. Ich geb dir mal einen Rat. Vielleicht nicht einfach nur immer draufhauen, sondern auch mal überlegen. Dann kriegt man sowas schon hin. Gut, einer darf nur mal würfeln auf Kampf, auf die Initiative. Wer? Ich hab schon. Du. Hä? Ich hab doch. Achso, du hast. Ah, okay. Hab ich übersehen. Ey, alles gut. Alles klar, okay. Dann haben wir einmal. Wie sind die Namen von den beiden Jungs? Ich hab jetzt einfach die anderen beiden Encounter genommen. Ich habe versucht, das diplomatisch zu lösen. Es hat nicht geklappt, deswegen. Ach komm, scheiß drauf. Ja, in dem Fall wäre es auch nicht möglich gewesen. Ja, deswegen. Ich meine, du hast ja gesagt, ich hatte es fast geschafft, dass es diplomatisch gelöst wird. Ich habe gesehen, dass jetzt Captain des Schiffs das diplomatisch nicht klären kann. So. Gut, das ist die Reihenfolge. Ihr könnt jetzt gerne versuchen, den Captain zu befreien. Dann darf erstmal der in der spiegelnden Rüstung angreifen. Ja, die Namen sind bezeichnend. In der was? Ja? Der mit der spiegelnden Rüstung. Also sehr gut poliert. Und fast durchsichtig. Also das ist der eine von den Typen. Nee. Hast du nicht gesagt, dass du eine Map hast, Captain Phasma? Nein, die fasst sich irgendwo ins Gesicht. Alles gut. Modi, hast du nicht gesagt, dass du eine Map hast? Ich habe keine Map dafür. Nein, das kommt später noch. Okay. Ich habe keine Map dafür. Das sind Situationen, die ich hier illustriert habe teilweise, beziehungsweise generiert. Ah, ja. Ich meinte eigentlich mit Karte des Raumschiffs. Achso, ja, kann ich geben, aber ihr seid gerade quasi. Es ist nicht relevant. Ja. So, wie gesagt, das Wetter wird gerade auch gefühlt mit jeder Sekunde schlechter. Was auch immer das heißt. So, dann darf der Erste angreifen. Wenn Modi schon solche Hinweise gibt. Ich beschreibe nur die Situation. Das wird ein Endkampf im Sturm, so gesehen. Also, ja. Soll ich einen Regenschirm anbieten oder was? Versuch's! Nein, alles gut. So, dann muss ich die beiden noch aufmachen, aber ich glaube, der eine hat erstmal richtig hart verkackt. Gut, dann bin ich dran. Ja. 45. Wenn ihr es tatsächlich schafft, die ein bisschen zu schwächen, kann ich mich ja noch einmischen. Das heißt, ich treffe. Okay, ich schieße auf den, nicht auf, ich, nee, kann ich, nee, ich schieße Akim. Warte mal, was ist der zweite? Der erste hat eine Shiny-Rüstung. Ja, und der andere, eher so Kategorie,
rostig, aber hält wahrscheinlich was aus. Frage, kann ich mit der einen Pistole auf den einen und mit der anderen Pistole auf den anderen schießen? Kannst du. Dann mache ich das, dann schieße ich mit der Laserpistole auf den Nicht-Shiny und mit der Pistole auf den Shiny. Aha, guter Gedanke, dann mach das. Warte, ich muss hier... Ja, ich bin smart, ich weiß. Einmal hier, das ist für den Shiny-Dude. Okay, und dann kriegst du 30 Schaden. Oh, okay, eine andere 41. Ja, gut, dann was muss passiert? Ich nur kurz gucken, was der... Ich habe mich nicht selber umgebracht, weil ich nicht auf einen Spiegelmenschen mit einer Laserpistole geschossen habe. Das war tatsächlich ein guter Gedanke, ja. Sehr smart. Wobei, du weißt nicht, was passiert wäre, aber ja. Ja, aber sicherheitshalber mal. Gut, dann kriegt der erste 35 und der zweite kriegt 41. Gut. Ja, dann darf der zweite angreifen. Vielleicht trifft er auch nicht. Nein. Der scheint irgendwie Selbstgespräche zu führen und in den Boden zu schießen. Okay. Sie haben die Elite geschickt, offensichtlich. Auf jeden Fall, ja. Super eben. Okay, ich mach was ähnliches. Ich schieß auch mit beiden Händen gleichzeitig. Okay, ja, du musst auch schaffen. Wie funktioniert eine Singularitätsgranate? Wie gesagt, werfen und hoffen, nicht drauf zu gehen. In deinem Fall. Singularitätsgranate, eine Antimaterie, Granatwerfer und Gravitationsbombe sind alle so krass allumfassend, dass ich davon selber verrecken kann, ja? Die Antimateriegranate macht 20 W10, also die tötet. Ja, da bleibt nicht mehr viel übrig. Ihr denkt dran, dass ich auf deren Seite stehe, dass ich gerade gefangen als irgendwie in derer in gewisser Weise. Ja, du stehst aber nicht im Schussfeld. Okay. Keine Ahnung, du hast dich ergeben. Dein Problem. Deswegen bin ich auf deren. Ich bin ein Roboter. Meine Programmierung ist Feinde vernichten. Punkt. Okay, ich ziehe eine Singularitätsgranate und schmeiße die. Bin hoffentlich nicht in deren Bereich. Oder gebe nicht entsprechende Deckung. Okay, dann wirf mal. Und wir haben den ersten Player-Kill. Wie viel W-Dingens nochmal? 20 WC? 20. Ja, 20 WC. Ah, geil. Geil, ich bin tot. Und wenn? Kritischer Misserfolg. Du musst erstmal werfen, ob du überhaupt schaffst zu werfen. Achso, womit mache ich denn das? Aber das wäre ein... Wow, der Schaden. Ja, Fernkampf. Okay. 123. Der Schaden. Ja, wenn du es nicht schaffst. Wir sind alle tot. Hast du noch Punkte übrig, oder? Ja, hat sie. Ich habe bisher einen. Benutze sie jetzt. Ich bin verwirrt. Benutzt wie viele habe ich denn von den besonderen? Einen pro Tag, oder wie war das? Nein, ja, die du drauf den hast. Benutze ihn jetzt. Und du hast noch keine in Handlung benutzt. Mach jetzt. Ja, stimmt. Schön. Oh, danke, wir sind nicht tot. Okay, gut. Du schaffst es, sie ein Stück hinter welchen wolltest du werfen, oder einfach in die Mitte? Zwischen die beiden. Okay, dann kriegt jeder den halben Schaden, das heißt, wir haben einmal. Minus. Okay, dem einen reißt es quasi einen Arm und ein Stück vom Bein weg, als da ein kleines schwarzes Loch neben ihm entsteht. Und bei dem zweiten gucke ich mal den Schaden an, das war einmal hier. Beziehungsweise sie kriegen beide den Schaden. Machen wir es einfacher. Das ist ein scheiß schwarzes Loch, das zwischen den beiden auftaucht. Ja, das sollte beiden Schaden machen. Egal. Okay, und von dem anderen bleibt noch ein Stück Gesicht. Haben wir jetzt also geräumt? Ihr habt jetzt noch einen, der sehr angepisst aussieht, aber keine Waffe mehr hat, und einen, der weg ist. Wenn noch einer übrig ist, würde ich mich tatsächlich von hinten an den Rand machen und den versuchen zu... Ich habe noch ein Laserschwert dabei. Ich würde ihn tatsächlich mal angreifen. Er ist glaube ich jetzt erstmal dran, beziehungsweise also sein Kollege ist ja weg. Wer das nicht ahnt von jemandem, der sich ergeben hat, angegriffen zu werden.
Ja, er darf erstmal gucken, was er tut. Gut, er versucht auf euch zuzurennen, aber er schlägt irgendwo ins Leere. Gut, den einen kann ich auch schon mal zumachen. Also wer ist jetzt tot? Der Rostige. Schade. Der andere ist noch nicht mehr gut dabei, aber er ist noch dabei. Übrigens schlägt nahe von der Station auch mittlerweile mehrere Raketen ein. Okay. Also, sie sind da. Ja. Aber ich kann eh nicht wegfliegen, weil wir keinen Sprungkraft haben. Wegen Zwergen. Ja, genau. Darf ich mal von hinten angreifen, oder? Du darfst von hinten angreifen, ja. Den gebe ich dir, Überraschungsangriff, du kannst die Position. Welchen Überraschungsangriff mit meinem... Irgendwo muss ich dir mal einsetzen, mal die Energieklinge mal ersetzen und mit meiner... Ja, greif ihn damit an. Das gilt noch unter Dolch und Messer, oder? Das ja, du hast sowieso... Du bist gut genug damit. Welch Dolch und Messer? Durch den Messer, ja, habe ich geschafft anzugreifen. Alles klar, mach deine 5W10 Schaden. Warte mal kurz, muss hier mal die Musik. Ja. Yep. Die Musik war gerade scheiße. Die Musik ist generell ziemlich scheiße gerade. Passt absolut nicht zum Kampf. 5W10 war das. Ja. Ja, W10, 5. 36. Okay, ja, du schneidest ihm deine eine verbleibende Hand weg. Okay. Und befinde mich im Kampfgeschehen damit. Ja, du bist jetzt an der letzten Position. Die anderen beiden dürfen jetzt nochmal angreifen. Der wird noch was machen. Also, jetzt mal ehrlich, kann ja. Er noch was machen. Ihr habt eure Reihenfolge. Ich meine, kann der überhaupt noch irgendwas machen? Ja, natürlich kann er noch was machen. Er hat noch beide Beine und einen Kopf. Und ja, er kann noch seinen Kopf schmeißen. Das ist wie dieselbe Aussage, als würdest du mir sagen können, dass der schwarze Ritter noch was machen kann mit seinen Kratzer. Ja, also es geht noch was. Er kann euch noch angreifen, er kann auch seinen Kopf werfen. So wie das Pen Paper so immer ist. Ich versuche auf seinen Kopf zu schießen mit der normalen Pistole. Dann tu das. Wird wahrscheinlich trotz des viel zu schwierigen Wurfs zählen, oder? Ja, das geht. Geht. Ja. Dann machst du deine 6W10 Schaden. Und dann würde ich aber noch gleichzeitig zu Kame sagen, dass sie versuchen soll, das Schiffssystem wieder zum Laufen zu bringen. Du wirst wirklich da weiterkämpfen, während ich im Schiff repariere. Sag mir so, es hat einen Vorfuss abgefeuert und der Typ ist im Grunde tot. Okay, dann laufe ich wohl mal. Ich könnte auch nochmal von hinten reinhauen. Ja, übrigens, es sieht mittlerweile um euch herum etwa so aus. Ah, sehr schön. Ich habe absolut keine passende Musik dafür. Kommt mir bekannt vor. Wieso kommt dir das bekannt vor? Keine Ahnung. An irgendwas erinnert mich. Er war schon mal da. Wie kann das sein? Das ist ein Bild von mir. Das ist original von mir. Das existierte vorher nicht. Hä? Aber nee. Erstens, die Wolke hat gerade irgendwas. Er hat eine, eine Zukunftsvision, Mordi. Du hast gerade in ihm eine Zukunftsvision an 2085. Keine Ahnung. Diese Wolke erstens erinnert mich an irgendwas. Ich bin gerade nicht an sicher an irgendwas, aber irgendein Arztzeug erinnert mich das. Und also ja, das ist ein guter Gedanke. Das erinnert mich sehr stark an einen Eldrazi. Und dieses Steinding. Was, ein älterer Nazi? Hier, ich gerade wegverstanden. Ja. Was hat ein älterer Nazi hiermit zu tun? Das sieht bekannt für mich aus so ein bisschen. Und dann eben halt das da. Ach du Scheiße. Oh, keine Ahnung. Ja, die beiden habe ich keine Ahnung, was das sein soll. Warum läuft denn die auf. Warum ist denn die Bildschirm? Ich weiß, es ist nur ein Stein. Und ich zeig die gerade.
Mein Stream kackt gerade komplett ab. Aber trotzdem. Warum zeigt der jetzt gerade. Alter Schwede. Hast du Gillette-Werbung? Ich habe hier Werbung gerade eingeblendet. Warum? Schön. Funktioniert es die Map? Was ist denn das? Die Map funktioniert nicht mehr. Das kenne ich ja überhaupt nicht. Alter Schwede. Was? Das, was gerade geschickt wurde, war mir nicht bekannt. Aber cool. Was sieht man denn? Normalerweise geht das. Ja, okay, cool. Gut. Normalerweise wird auch nicht der Bildschirm eingeblendet. Sehr schön. Um ehrlich zu sein, erinnert mich es auch ein bisschen als, das könnte auch, wenn kann ich das stellarisch starte, ein Ladebildschirm davon sein. Können wir jetzt mal bitte aufhören, Kunstbetrachtung zu machen? Ja, ich weiß, das war eigentlich nur als Sinnbild gedacht, weil es zufällig das zeigt, was ich wollte, dass es zeigt. Sorry. Inzwischen habe ich gute Kampfmusik drin gefunden. Alles gut, ihr habt einen halbtoten Gegner und ein Schiff, was immer größere Geschütze in eure Richtung feuert. Wenn kein anderer was machen will, würde ich mal gerne den Typen, der da noch lebt, angreifen. Mit meinem zuletzt habe ich, meine ich, versuchen wollen, das Schiff zu reparieren. Ja. Also ich greife mit meiner Energieklinge nochmal auf den Typen an, der dort steht. Wenn der Spieler etwas mehr erlaubt. Ja, mach das. Und ich darf einmal auf Reparatur würfeln. Beziehungsweise Mechanik. Habe ich geschafft, das Attackieren. Gut, dann macht er einen Schaden. 5d10 Schaden. Macht 34. Ja, der ist K.O. Also, ich hole mir den Roboter, über den ich immer noch die Befehlsgewalt habe, und versuche, das Raumschiff so gut wie möglich zu reparieren. Ja, alles klar, dann würfeln wir auf Mechanik. Erschwert um, sagen wir mal, 30, weil ihr gerade unter Beschuss steht. Draußen... Ich finde nur um 20, weil ich den Roboter dabei habe. Nein, ich habe den schon mit eingerechnet. Man Deshalb diskutiert ist es überhaupt nicht möglich. Mit dem Spielleiter. Ja gut, dann schlägt's fehl. Ja, alles klar, du brauchst zu viel Zeit dafür. Und mittlerweile... fängt auch die Erde mittlerweile an zu beben. Okay, dann laufe ich vom Flugzeug aus einfach in diese Forschungseinrichtung und zerre diesen Doktor hinter mir her, beziehungsweise trage den einfach. Du meinst den Anzug, ja. Das schaffst du, den kannst du über die Schulter werfen. Gut, dann werfe ich den über die Schulter und renne mit dem in diese Forschungseinrichtung. Alles klar, ja. Drinnen angekommen, siehst du das... ein Raum mittlerweile eine offene Tür hat und irgendwas gestartet ist an System. Mhm. Ich guck mir das genauer an. Sei das diese Wolke ungefähr unser Doktor ist? Potenziell. Ich guck mal, wie lange noch etwa bis Dinge passieren. Okay, ihr habt noch Zeit. Ich dachte, wir haben die Gegner besiegt jetzt. Die Gegner sind besiegt, aber es passieren in gewissen Zeiten Dinge. Wie gesagt, die Erde fängt mittlerweile an zu beben. Alles wird irgendwie unruhig. Der Sturm, der sich mittlerweile rot gefärbt hat und dem Schiff entgegenströmt. Ich würde mal sagen, ist das möglich, das Schiff zu reparieren und zu starten? Wenn euer Mechaniker nicht in der Station wäre, ja. Eine Frage, kann ich das System neu starten? Einfach versuchen, ob das mach an und aus. Ich guck mal, ob es geht. Soll ich werfen? Ja, einmal an-aus funktioniert. Schiff läuft wieder so halbwegs. Eine Mechaniker auf Schiff und lass uns loslegen. Ja, dann lass uns abhauen. Ihn sie. Abhauen, ja. Ich rufe ihn per Funkspruch zu, er soll sich auf den Weg machen. Ab auf Schiff. Wieder fliegt eigentlich dieses. Ist Jimmy noch anwesend? Ja. Aber ich bin gerade in der Forschungseinrichtung. Ich wollte mir gerne nochmal angucken, was da jetzt gerade abgeht. Ja, scheiß drauf, ab hier, weg hier. Nein, nicht scheiß drauf. Gut, wir legen ohne ihn ab. Aber okay, das kannst du Kann befehlen. Das bitte schneller gehen? Aber ich hab das vor einer halben Ewigkeit gesagt. Ich gehe ans Schiff, wir gehen ans Schiff und der Pilot setzt sich. Ich gehe auf. Kannst nicht fliegen. Der Pilot ist auch an Bord.
Ja, ja, gut. Aber es fliegt nicht los, einfach so. Mordi. Ja, was? Gib Info, please. Ja, die Info ist, irgendwas ist gestartet. Gut, ich geh hin und guck's mir an. Alle, die jetzt... Ja, du weißt, was jetzt demnächst wahrscheinlich auftauchen könnte. Du hast die Information. Ich sag alle Leute, ich sag alle Mann an Bord, Befehl vom Captain, wir brechen jetzt auf. Okay, ich checke ganz kurz, ob es in dieser Einrichtung einen Bunker gibt, der noch nicht beschädigt ist vielleicht. Gibt's, was uns gibt's noch gar nicht angefallen ist. Okay, dann laufe ich zum Schiff. Ich werde dich mit dem Scan gefunden. Ich gebe dem Captain den Befehl, ich gebe dem Pilot den Befehl, das Ding zu starten und abzuheben. Okay, dann würfel. Hast du Geschicklichkeit oder so? Um zum Schiff zu kommen? Wer? Der Android. Ich sehe es gerade. Nein. Ich würde einfach warten, bis sie da ist. Ja, warte noch. Ist ja keine... aber es passieren Dinge während des. Wartet noch, wir haben ja keine Bedrohung. Ja, ist ja nichts vor. Wir müssen uns ja nicht beeilen hier. Das ist kein Grund, sich zu beeilen. Okay, ist Systeme fahren hoch. Android, würfelst du bitte mal auf Nahkampf, erschwert um. Kein Hälfte. Grund, sich zu beeilen. Mach ganz ruhig. Hier ist nichts, was uns bedrohen könnte, was gefährlich sein könnte. 20, oder? Okay, hast du geschafft. Ja, gut, also klar, ich renne zu dem Flugzeug, halte mich mit meinen vier Armen fest. Die Waffen habe ich auf dem Weg dahin alle in meinen Rucksack gestopft, natürlich. Als andere auch. Ja, und los geht's. Halte mich also mit allen vier Armen und beiden Beinen an dem Raumschiff fest und krabbel rein. Also ja, alles klar, dann schaffst du es noch, bevor der gesamte Boden um euch herum auseinanderbricht. Und wir fliegen los. Ja, ihr fliegt auch los, bevor ihr abheben. Bevor das hier aus dem Boden kommt. Ah, sehr gut. Sehr gut, dass wir gestartet. Aber ist ja gut, wir wollten ja noch. Außerdem hört ihr im Bereich von eurem Schlafraum anscheinend irgendwas in Richtung Bewegung. Alter Schwede. Es ist ein Final, was erwartest du? Ja, wir hätten schon seit Stunden abheben können, aber das ist der Mechaniker untersucht da noch irgendwas. Denkst du wirklich, mich juckt es, dass aus dem Schlafzimmer nackter Kopfgeldjäger kommt, der keine Waffen mehr hat? Nein, noch nicht. Gut. Gut, aber euch ist auch klar, dass ihr erstmal durch ein angreifendes Schiff einen anscheinend lebenden Sturm und an dem Ding vorbei müsst, um da wegzukommen. Mir ist der lebende Sturm schlimmer und das Viech ist das Schiff. Weil das Schiff könnte auch einfach abstürzen durch den Sturm, weil es riesig ist. Es ist gut dabei, aber Raketen fliegen und sie werden größer. Ja, ich weiß. Ja. Dann würde ich auf jeden Fall versuchen, ein gutes Manöver zu starten zum Wegfliegen. Ich würfel. Scheiße. Das hat nicht gut genug. Aber ich bin zumindest gut abgeschlossen. Schlecht. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, dann versuch mal wegzukommen. Dann lege ich einfach mal die Reihenfolge fest, in der die Dinge jetzt passieren. Aha. Das Letzte, wir werden sterben. Hm. Ich muss verpasst. Leicht unaufmerksam. Ach, nee, eigentlich nicht gut. Viel. Nicht Nummer 1, Nummer 2. Es passieren gerade drei Weltuntergänge gleichzeitig. Ja, cool. Tatsächlich. Gut, wir Nummer 1. Dieses riesige Ding aus der Erde und aus dem Meer fängt an bestimmten Bereichen stärker zu leuchten. So. Ja, schön. Ich sag dem Pilot mal, versuch's nochmal. Versuch mal hier zu entkommen. Wir müssen ja auf unser Universum und weg von diesem scheiß Planeten. So, ja. Zweitens, das Schiff fängt zusätzlich an, auf euch zu schießen. Einmal Navigation würfeln, bitte. Weg hier. Oh Gott. Oh, warte. Entkomme. Vor der Fahrt. Okay, gut genug. Ihr werdet erstmal nicht getroffen. Ja, dann weg hier. Schildgenerator noch in diesem Anzug. Ausweichmanöver. Ja, du hast den Schildgenerator an und ich hab einen. Okay, dann zieh ich den wieder durch. Pilot-Ausweichmanöver. Dann würde ich sagen, Zwerge hält die Klappe. Dann würde ich sagen, dass er mal nach hinten gucken soll.
was da eigentlich los ist, weil ich, während ich steuern kann, nicht aufstehen kann und schauen kann, was da hinten los ist. Und ja, ich versuche nochmal ein bisschen besser davon zu kommen. Ja, deine Entscheidung, was du was machst mit dem Zaun. 77 wäre mein Navigationswert, falls es dich interessiert. Ja, ich gehe nach hinten und gucke, was hinten passiert. Alles klar, das ist gut für die Reise. Egal. Ja, ist egal, wer von euch. Gib den Befehl zum Starten. Der Captain brüllt Befehle, die keiner einhält. Der Captain gibt den Befehl, um zum Starten. Das ist ein Ausweichmanöver. Weg hier. Ja, ihr seid in der Luft. Ja, los, weiter in die Luft. Starten, auf weg hier. Ausweichmanöver, weg. Wie gesagt, das sind wir wieder abgestürzt wegen dir. Ja, du hast gerade einen direkten Befehl vom Captain gekriegt. Ja, und ja, alles klar, gut. Der nach hinten kommt, sieht, dass in eurer Kryokabine ein dampfendes Loch ist und der Typ nackt vor euch steht. Mit leuchtender Hand. Ja, ist mir. Super. Ja, gut. Okay, sagen wir noch, als ob wir nicht genügend Probleme haben. Ich meine, das ist. Mach mal alle Bossgegner auf einmal. Ja. Das ist ein Finale von einem One-Shot. Was erwartest du zum 100. Mal? Einen Gegner. Können wir uns jetzt bitte konzentrieren? Nein. Gut, so. Ist gar nicht so viel. Also dem, so, Nummer 2, Monster schießt. Monster auf schießt? Uns? Allgemein einmal Nein. überall. Wie soll es auf uns schießen? So. Und jetzt einmal ganz kurz die Werte von dem Ding. Warum sollte ein Monster auf uns schießen? Warum? Es schießt aber zumindest nicht auf euch. Es macht aber ein ordentliches Loch in den Zerstörer über euch. Ja. Ja, weg. Jetzt ist der Zerstörer gerade geschadet, also. Ja, genau. Er kann jetzt erstmal gerade nicht angreifen, weil er voll getroffen wird. Ihr könnt weiter fliegen. Ich gebe Armas den Befehl zum Aufbrechen. Volle Fahrt voraus, Energie. Alles klar, ihr schafft es weiter zu kommen. Ihr könnt nicht auf volle Energie gehen, während ihr in der Atmosphäre von dem Planeten seid. Das geht nicht. Das würde euch umbringen. Deswegen sind wir abgestürzt. Wegen Zwergi, weil ich es befolgt habe. Unter anderem auch, ja, und weil er zufällig in dem Moment auch noch ein EMP kam. Der hat eure Systeme zusätzlich lahmgelegt. Ja. Ich glaube, das hat sogar unser Leben gerettet, vielleicht. Ja, hat es tatsächlich. Deshalb habe ich es eingeführt. Das war nicht geplant. Dann flieg. Danke, ich navigiere. Ich musste nur den Befehl folgen. Pilot, navigiere dieses Schiff aus diesem Scheiß hier raus. Gut, so, hinter euch. Warte mal, ich möchte auf Verhandlungsgeschick würfeln. Wer ist nach hinten gegangen von euch? Ja, schießt gleich die Besatzung. Dann fliegt das Schiff selbst hier raus. Mit meinem Handlungsbasiswert. Einmal ausweichen mit dem 100er. Dein Wert ist 20. Jo. Gut, dein Gesicht wird gegriffen. Mhm. Und du wirst in Richtung Brücke geschliffen. Von einem nackten Mann. Perfekt. Alle Bosskämpfer auf einmal. So, Ding schießt wieder. Profi. Schießt wieder neben euch. Sturm bewegt sich langsam auf das Ding zu. Alter. Schiff schießt auf euch und würde treffen. So. Warte, Navigation bitte ausweichen. Ja, warte. Hier. Geschafft. Easy, Rakete gedodged. Die trifft hinter euch irgendwo im Boden. Ja, jetzt seid ihr dran. Mit eurem Schiff. Ah, okay, mit dem Schiff. Ich versuche, möglichst viel schnell an Höhe zu gewinnen. Navigation. Ja. Scheiße. Schon wieder 11 zu hoch. Gut, du schaffst es nicht, weiter an Höhe zu gewinnen. Sehr toll. Ist alles gerade zu dicht. So, Typ kommt hinter euch mit eurem Androiden in der Hand. Und ja, und fragt euch, ich ziehe mein Laserschwert, mein
meine Energieklinge und richte mich gegen ihn, während der Pilot an seiner Stelle bleibt und das Schiff manövriert. Okay. Und ich. Bordi, was hat er gefragt? Was ist? Er will wissen, wo der Doktor ist, ansonsten bringt er euren Kollegen um. Ich zieh den Anzug aus dem Rucksack und geb den ihm. Du kannst nichts machen, glaube ich. Nein, momentan nicht. Ich zieh den Anzug. Ich zieh das Anzug. Dass wir keine Ahnung haben. Du manövrierst schon weiter. Ich zieh den Anzug aus ihrem Rucksack raus und gebe ihn ihm. Weißt du es aber nicht mal, dass er das drin ist? Sie sagt es mir. Ist er ja nicht. Kann ich drehen. Zum 100. Mal. Außerdem ist es das nur ein. Das habt ihr mittlerweile Anzug. Raus. Meine Fresse. Auf jeden Fall, ich sag auf jeden Fall, dass wir keine Ahnung haben und dass er gerade eben verschwunden ist, dass wir auf diesem Planeten waren. Und versuche weiterzusteuern. Keine Ahnung, gib mir 10er Schwert und hier. Oder keine Ahnung, mir egal. Ich habe 7. Ja, du. Je nachdem, was du sagst. Okay, du schaffst es weiter an Höhe zu gewinnen. Noch sagen wir 2 Runden, dann seid ihr aus dem Gefahrenbereich raus. Modi, ich stell mich breitbeinig hin und brülle den Drohnen bedrohend an. Mit aller meiner Lautstärke brülle ich den. Mach ich einen großen Kampfgeschrei. Okay, mach mal um. Welche Werte hattest du? Guck doch nicht auf meine Werte und mach das. Ist doch so eine miese Nummer. Ich kann es dir ja schlecht um 70 erschweren, wenn du nur 50 hast. Mach mir einen kritischen, dann schaffst du es. Ich hab keinen kritischen. Ja, dann schaffst du es nicht. Schaffst du es nicht, einen wirklich wütenden, wirklich üblen Gegner, der gerade. Ich brülle trotzdem und greife ihn mit meinem. Nennen wir es nicht Schwert an. Und mein Energieklinge. Stürze mich auf ihn und greife ihn an. Okay. Du schlägst daneben. Das brauche ich wohl daneben. Nicht erklären. Ja, du schlägst daneben, er ignoriert es aber nicht, er würde dir ins Gesicht treten. Erneut. Ja. Schön, ich weiche aus. Ja. Ich versuche auszuweichen. Ich weiß nicht mal, ob das trifft. Ich weiche trotzdem aus. Er greift mich an, ich weiche aus. Warum würfelst du erst den Angriff aus, während er ich noch... Er trifft nicht, er haut... Ich weiche trotzdem aus. Abgelenkt. Ja, das ist schön, es ist aber nicht nötig, er trifft ja nicht mal. Man weicht auch aus, wenn es nicht nötig ist, Mordi, so funktionieren Kämpfe. Ja, ist gut, dann würfel auf dein Ausweichen. Mein Gott. Meine Fresse. Gut, ich greife nochmal an. Erstmal, nächste Runde. Monster. Tut jetzt erstmal nichts, aber die Wolke wird kleiner und das Ding scheint einiges davon zu inhalieren. So, Schiff greift euch an. Erneut. Würde es schaffen? Navigation bitte, sonst werdet ihr getroffen. Abhauen hier. So. Gut, schafft ihr. Jetzt dürft ihr wieder. Jetzt wieder menschliche Interaktion. Ich versuche mein Schiff zu beschützen und greif den Bedroher an, der mein Druiden gerade in der Hand hält. Ja, dann greif an. Das habe ich, glaube ich, geschafft. Womit habe ich angegriffen? Dolch und Messer? Ja, das habe ich geschafft. Ich würfel Schaden aus. Ja, würfel Schaden aus. E10, 5er. 19 Schaden. Ja, dann machst du 19 Schaden. Das juckt ihn wenig. Was haben wir vorhin gemacht? Was habt ihr? Da war ich nicht da. Ich war ohnmächtig. Er versucht ihn auszunocken, aber es ist ziemlich sicher, dass das nicht nochmal klappt. Er möchte jetzt wissen, wo dieser scheiß Typ ist, ansonsten. Zerstört er euer Schiff komplett. Ich sag ihm, dass er sich gerne hinsetzen soll und diesen Typen wieder ignorieren soll, wie beim letzten Mal. Dann erkläre ich ihm alles. Nur ist es gerade. Die Antwort ist nein. Außerdem habt ihr ihm die Waffen geklaut, er ist wirklich angepisst. Ja, nee,
Ich sag ihm halt, ich habe keine Ahnung, wo er ist, weil wir auf diesem Planeten waren und dann ist er weg gewesen und dann keine Ahnung. Und was, auf jeden ist Fall, denn da, was ist denn deine Vermutung? Dass es irgendeins von diesen Monstern ist? Alles klar, das reicht ihm, sagen wir es mal so. Und ich ihm seine Waffen nicht wiedergeben kann, weil, falls er die unbedingt braucht, die sind im Rucksack drinne. Und dann werfe ich auf jeden Fall nochmal auf Navigation, dass wir nicht abstürzen. Ja, dann mach das. Gut, okay. Gut, eine Runde noch, dann seid ihr aus dem Gefahrenbereich raus. Mittlerweile sehr schön. Ist vom Sturm quasi nichts mehr übrig, außer so ein paar Wolken um das Ding rum. Und es scheint sehr zielgerichtet auf den Zerstörer über euch. Vor allem auf die Brücke davon zu zielen. Fantastisch. Und lassen wir es machen. Nicht zu treffen. Gut, die Aussage ist, eins von den Monstern ist nur noch eins da, reicht. Und ihr habt wieder ein Loch in der Wand und einen Typen, der nach unten springt. Einmal Navigation, um nicht abzustürzen, bitte. Also, ja. Navigator, link dieses so. Schiff. Jetzt sind wir aus dem Gefahrensbereich raus, die Runde ist vorbei eigentlich. Gut, einmal noch Navigation, damit ihr an Höhe gewinnt. Ich schon. Aber achso, nochmal. Ja, so nur zum Nicht-Abstürzen. Gut, aber es hat geklappt. Gut, alles klar. Ihr schafft es tatsächlich an dem riesigen Zerstörerschiff vorbei und den Planeten zu verlassen. Währenddessen hört ihr hinter euch nur eine wirklich riesige Explosion. Als ob irgendwas sehr Wütendes auf etwas sehr Großes eingeschlagen hätte. Okay, ich drehe sehr hohe Geschwindigkeit. Kopf um 180 Grad, um zu sehen, was da passiert ist. Ja, du siehst ein riesiges Monster, das überraschend kontrolliert gegen einen sehr im Kontext sehr kleinen Mann angreift, der sehr viele Dinge sehr übel explodieren lässt. Punkt. Gut, dann. Ich würd vorschlagen, ich befehle dem Piloten volle Kurs voraus, weg von diesem Planeten, auf zurück zur Sternbasis. Maximale Geschwindigkeit. Lass uns unsere Mission abgeben. Okay. Ich würde erstmal drauf würfeln, aus der Atmosphäre zu kommen. Musst du nicht. Okay. Das war's soweit. Navigation. Volle Energie. Musst du nicht, ihr schafft die Route ohne Probleme zurückzulegen und ihr kommt auch wieder an und damit habt ihr das nicht geplante Ende geschafft. Schön. Sehr schön. Und es ist eines der besten. Nicht geschafft, keins von den Enden, die ich geplant habe, zu erreichen. Aber es ist das Optimalste. So ziemlich das Optimalste. Ja, oh. Tatsächlich. So, soll ich das Ganze noch explodieren lassen? Ich wollte noch eine Sache. Ich hätte noch gerne. Mach ich dann Sache, gleich, keine Sorge. Ich hätte gerne noch den Kopfgeldjäger wieder mit eingesammelt, wäre mit den Saufen gegangen. Nee, das der ist weg. Der ist auf dem Planeten, das ist gut so. Das kannst du später machen, der kommt wieder. Er kommt immer wieder. Also wir gehen also zurück zu dem Admiral, der uns die Aufgabe gegeben hat. Also ich gehe zurück zum Admiral und verkünde dem, dass wir es geschafft haben. Unsere Mission. Ja, ich habe mein eigenes Schiff nach den Aufzeichnungen. Ja, dann. Dann sage ich euch, was sonst noch so passiert. Ihr habt es erfolgreich geschafft, diese ganze Mission so erfolgreich wie möglich abzuschließen. Und, ja, wir waren erfolgreich. Ja, ihr habt den geheimen, inoffiziellen Auftrag erledigt. Ihr habt dafür gesorgt, dass genug Daten da sind, um riesige Monster als Waffen zu verwenden. Und habt damit einen zweiten großen Angriffskrieg gegen Menschen gestartet. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Yes. Hervorragend. Nicht. Und wir haben dafür gesorgt, dass auf jeden Fall unser Droide, nee, was war's nochmal? Androide. Androide, auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich einer der besten ausgestattetesten Krieger der ganzen. Ja, das stimmt. Republik ist. Und ich wahrscheinlich einer der besten Piloten bin. Und ja, wahrscheinlich auch eigentlich mein Geld gemacht habe, an den Zeug, das ich mitgenommen habe. Bei dem Erfolg, zum Feier des Erfolges, gönne ich mir in der Raumbasis ein ordentliches Dinner mit Organen und mit schönen. Ja, alles Essen. Klar, gut. Ich lasse mir schön was, ich lasse mir zur Belohnung radioaktiven Köpfe.
Lass mir zur Belohnung was Sauberes servieren. Das ist, dort gibt's bestimmt was beim Admiral. Ja, ihr kriegt alles, was ihr braucht, weil nicht damit gerechnet, wo er sein Leben zurückkommt. Ja. Oder überhaupt zurückkommt. Ich krieg ein schönes Echsen-Dinner serviert. Das ist ja. Sehr schön. Ihr kriegt auf der Station alles, was ihr wollt, und da alle überlebt haben, können wir das auch irgendwann mal weiterführen. Hoffentlich nicht. Bitte nicht. Wir können auch gerne Mordi als Kapitän ersetzen. Bitte nein. Er ist in Ruhestand gegangen danach. Das ist, ja. Drass hat sich auf der Raumstation. Der hat sich dort zur Ruhe gesetzt. Der genießt dort ein schönes Leben. Wird dort täglich versorgt mit allem, was er braucht, und lebt in Frieden. Sein Echsenleben. Sein Echsenmenschenleben. Ja. So sieht's aus. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, sind wir exakt auf die Minute genau fertig geworden. Mhm. Molly, lass mich raten. Deine anderen drei Enten werden tot, und wir haben den Typen einfach weggegeben. Das klären wir gleich im Was wäre, wenn. Das machen wir gleich. Beziehungsweise im Recap, wo ich euch alles weiter gebe an Infos. Ich würde sagen, okay, wir feiern erstmal den Sieg, die abgeschlossene Mission. Wir machen eine kurze Pause. Eine kurze Viertelstunde Pause, und danach geht's weiter mit dem Was wäre, wenn. Bis gleich. Ganz genau, bis gleich. Okay.